Ja, hallo liebe Leute, Schiammi hier und willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar schauen wir uns hier für alle Jäger unter euch mal an, wie man denn die einzelnen Geisterbestien, also die Spirit Beasts, alle zähmen kann, wo es die denn zu finden gibt und was ich denn dafür beachten muss, damit ich die überhaupt fangen kann, weil manche haben ja gewisse Voraussetzungen, damit man sie denn überhaupt finden kann bzw. zähmen kann. Das schauen wir uns jetzt alles hier im Video an. Insgesamt sind das 27 Begleiter, die ihr euch hier holen könnt. Als erstes schauen wir uns natürlich die Voraussetzungen an, um diese Begleiter überhaupt zähmen zu können. Und die erste Voraussetzung ist natürlich, dass ihr einen Charakter habt, der halbwegs in der Stufe höher ist, also irgendwo zwischen 50 und 60 um den Dreh rum. Ihr könntet alternativ viele dieser Pets auch zähmen, währenddessen ihr gerade einen Jäger levelt und das am besten in Chromie Time, weil in Chromie Time findet man die Rares bei Weitem einfacher, weil es ein eigenes Phasing ist. Das sollte nur dazu gesagt sein, aber man kann mit einem Max-Level-Char jetzt nicht in Chromie Time reingehen. Ich zeige euch das hier mit einem Level 50 Charakter. Bei manchen der Geisterbestien ist es sogar besser, wenn man niedrigere Stufen hat. Es gibt allerdings einige Tricks, wie ihr das natürlich auch auf Max-Level jetzt mit Full Gear zum Beispiel holen könnt, damit ihr die nicht aus Versehen One-Shot oder sonst was. Da gibt es einige Tricks, wie man das angehen kann, und die zeige ich euch natürlich auch hier. Und die zweite Voraussetzung ist, dass ihr Tierherrschaft spielt. Denn diese Pets, die könnt ihr nur zähmen als Beastmaster Hunter. Das heißt, anders habt ihr gar nicht die Möglichkeit, dass ihr diese Pets überhaupt fangt. Und bei manchen Pets, wie bei dem ersten, was wir uns gleich ansehen, ist überhaupt die Voraussetzung, dass ihr gerade auf Beastmaster geskillt seid, damit ihr überhaupt den Spawn sehen könnt davon. Und zwar, als Beastmaster hat man nämlich ein spezifisches Talent und das nennt sich hier Exotenzähmer. Ihr habt die Kunst der Wildtier-Ausbildung gemeistert und erhaltet die Fähigkeit, exotische Tiere zu zähmen. Das heißt, wenn ihr diese Pets haben wollt, dann müsst ihr natürlich Beastmaster spielen, damit es überhaupt einen Sinn macht. Denn ihr könnt diese Begleiter auch gar nicht erst benutzen, wenn ihr jetzt zum Beispiel Treffsicherheit oder Überleben spielt. Und damit machen wir auch schon den Anfang, und zwar mit einem kleinen Dino, einem Raptoren, was ihr hier zähmen könnt. Und dafür müsst ihr nach Orgrimmar. Und zwar genau hier, wo ich stehe. Das gilt sowohl für die Allianz als auch für die Horde. Es geht natürlich mit beiden zu zähmen. Als Allianz muss man natürlich aufpassen, dass man halt nicht irgendwo von den Wachen attackiert wird oder sonst irgendwas. Alles, was ihr hierfür machen müsst, ist, ihr müsst euch nach Kalimdor begeben, dann logischerweise nach Orgrimmar. Und in Orgrimmar geht ihr dann ganz einfach hier in das Tal der Geister. Das ist genau hier, wo ich gerade stehe. Und da sieht man schon, da ist auf der rechten Seite hier eh nur ein einziges Haus. Und in diesem Haus, da sehen wir dann was. Und zwar hinter dem NPC hier, dem Schattenwandler Zuru, da liegt dann manchmal hier eine spektrale Eierschale. Das heißt, sollte dieser Begleiter gerade zur Verfügung sein, dann ist natürlich die Eierschale auch da, die ihr anklicken könnt, um diesen zu spawnen. Sollte sie nicht da sein, dann bleibt euch nichts anderes übrig, als hier zu campen und zu warten, ob sie denn eventuell bald mal spawnt. Aber gerade in Orgrimmar ist es relativ einfach, dieses Pet hier eigentlich zu bekommen, weil das jetzt nicht allzu vieles, zu viele Farmen. Allerdings seht ihr diese Eierschale nur, wenn ihr gerade auf Beastmaster geskillt seid. Habt ihr hier Treffsicherheit oder Überleben drin, dann scheint diese Eierschale hier nicht mal auf. Das heißt, sicherstellen, dass ihr natürlich in der richtigen Spezialisierung gerade unterwegs seid. Ansonsten können wir, sobald wir hiermit interagieren, den Raptoren hier einmal rausholen. Und das ist der liebe Gon, und den können wir dann auch direkt einfach zähmen. Da brauchen wir sonst gar nichts. Ihr könnt den alternativ in eine Eisfalle setzen, aber das ist alles. Damit habt ihr eigentlich schon euer erstes Pet hier rangeholt. Und der ist dann standardmäßig in der Verstohlenheit. Das heißt, wenn wir den hier gerade reingehen lassen, weil der stealtht halt hier hin, dann sehen wir den auch nochmal hier in wunderschöner Farbe. Der sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Die Farbe ist sehr, sehr grell, sticht also wirklich gut raus. Und wenn ihr das natürlich zweimal haben wollt, dann müsst ihr ihn auch logischerweise zweimal zähmen gehen. Für das nächste Spirit Beast wird es jetzt für mich persönlich ein bisschen gefährlicher. Und zwar als Hordenspieler muss ich nämlich jetzt nach Sturmwind für einen Geisterbestien greifen. Und den finden wir. Ja, wie schon gesagt, östliche Königreiche in Sturmwind hier, Wald von Elwin, Sturmwind einfach reinfliegen. Und zwar, wenn wir hier vorne angekommen sind, sollen wir natürlich den Wachen ausweichen. Das wäre eine Idee. Und dann können wir hier auf der rechten Seite einfach reinfliegen, denn hier befindet sich eine Feder. Das heißt, wenn wir hier reingehen, dann können wir hier mit einer Feder interagieren. Und wenn wir uns diese Feder halt schnappen, mehr oder weniger, dann sollte hier gleich mal ein Greif spawnen. Dafür könnten wir das sonst in die Shell reingehen und können uns den einfach zähmen. Man sieht, selbst mit Low Level schaffe ich das hier eigentlich einfach. Und damit haben wir uns hier eine Geisterbestie geholt, und zwar den Greifen.
Und das nächste Spirit Beast auf unserer Liste, das ist dieses Mal ein Elch. Und diesen Elch, den sehen wir hier vor uns schon, da ist der gute Bullwinkel. Den findet er dieses Mal in Legion, das heißt auf der verheerten Küste. Und dort könnt ihr einfach nach Sturmheim reisen. Denn auf der Hinterseite von diesem Berg, da seht ihr eigentlich auch schon den Spawn von dem Guten. Der läuft hier einfach die ganze Zeit hin und her. Kann also hier auf der kompletten Bergschräge mehr oder weniger spawnen, überhalb von dem Vrikultorf, was wir hier sehen. Und ja, bei dem muss man auch wieder nicht viel beachten. Es empfiehlt sich, den eventuell zu trappen, wenn er da sonst irgendwie Probleme haben sollte. Das heißt, ihr könnt jederzeit eine Eisfalle hinschmeißen, dann ist er eingefroren und dann tut er euch nochmal ein bisschen leichter, gerade wenn ihr halt ihn mit niedrigeren Stufen oder so zähmen wollen, weil er kann euch nämlich zurückkicken. Ansonsten braucht ihr den ganz einfach nur wieder zähmen und damit habt ihr in Zukunft auch noch einen Geisterbestien-Elch. Weitermachen wir mit drei verschiedenen Mana-Säblern. Die könnt ihr allesamt in Surama finden, in drei verschiedenen Farbvariationen. Den ersten, den wir uns hier ansehen, der ist so leicht dunkelblau und der nennt sich hier Mionix. Wenn ihr diese haben wollt, dann ebenfalls wieder auf nach Legion und zwar dann ab hier nach Surama. Und den ersten, den wir uns hier ansehen, der ist hier ja mehr oder weniger kurz vor dem Wasserfall hier beim Fluss dabei. Sieht man eh hier genau auf der Karte gerade. Und wie gesagt, nennt sich hier Mionix, damit man hier nochmal schön sieht. Da sehen wir den Wasserfall und kurz davor auf der rechten Seite befindet sich hier der NPC. Auch hier, man kann ihn wieder ganz einfach trappen und dann auch hier wieder ganz simpel zähmen. Auch der hat keine Bonusmechaniken, was man hier irgendwie beachten muss. Und dann hat man in Zukunft hier schon mal den ersten von den drei Mana-Säblern. Der nächste Mana-Säbler, den wir uns ansehen, der ist ein bisschen schwieriger zu finden. Oder was heißt schwieriger zu finden? Ihr müsst genauer hinsehen, denn der ist in Verstohlenheit. Und den gibt es ebenfalls in den verheerten Inseln hier in Surama. Und zwar in Surama hatte ihr drei verschiedene Spawnpunkte beim Burbur-Dickicht. Da kann er auch hin und her laufen, aber normalerweise schläft oder steht er dort immer. Das heißt, einfach zwischen diesen einzelnen Punkten hier einmal durchpatrouillieren. Manche haben ihn auch hier gefunden, der ist hier vom Addon leider nicht eingezeichnet. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, dass ihr euch halt, wie gesagt, am Anfang Handy Notes bloß Silver Dragon runterladet, dann seht ihr die nämlich hier schön eingezeichnet, normalerweise auf der Karte. Wenn er da hier rumschaut, dann sollte er den irgendwo im Stealth finden. Ich in meinem Fall weiß schon, dass er hier bei mir in der beim mittleren Spawn ist. Ich kann euch aber hier nochmal ganz kurz rumfliegen, damit ihr seht, wo er denn hier genau sein kann. Das heißt, wenn wir hier beim Burbur-Dickicht unterwegs sind, dann ist er hier einmal direkt über dem I kann er sein. Und zwar liegt er dann normalerweise hier drinnen und schläft halt hier. Ansonsten patrouilliert er hier einmal durch, geht hier den Fluss entlang und dann legt er sich normalerweise hier beim Baum einmal hin. Das heißt, hier drinnen ist er in meinem Fall gerade, wo er rumliegt. Und zu guter Letzt geht er hier vorne die Straße entlang und geht dann einmal hier runter. Und dann kommt er nochmal hier vorne raus, das heißt hier vorne, wo diese Nachtelfenruinen nochmal sind. Das heißt, er geht hier einmal alles durch den Weg entlang und kommt dann schlussendlich hier oben an und legt sich dann einmal nochmal hier zwischen dem Baum rein. Das heißt, wenn er ihn findet, dann einfach schauen, dass er am Boden entlang fliegt, damit es immer gleich aufblinkt, beziehungsweise ihr mit Tab-Target halt den relativ schnell anvisieren könnt oder halt mit dem Targeting-Makro oder ein Addon, das so schreit, wenn er ihn seht oder sonst irgendwas. Ansonsten in meinem Fall liegt er hier einmal bei dem Fels hier dabei, können wir sonst mit Leuchtfeuer auch einfach aufdecken normalerweise. Genau, da ist er auch schon, Pashia heißt er. Und den können wir ebenfalls ganz einfach wieder hier in Eisfalle legen. Und dann können wir uns den hier ebenfalls einmal rauszähmen. Das heißt, wenn ihr den haben wollt, dann müsst ihr euch ein bisschen auf die Suche begeben. Weil, wie gesagt, der lauert ein bisschen im Stealth durch die Gegend. Und von der Farbe her haben wir hier noch die hellste Variante jetzt von den guten Mana-Säblern und der ist sogar am einfachsten zu bekommen, denn davon gibt es auch gleich mehrere. Das sind entweder die Leylinien-Streuner, azurblauer Mana-Säbler oder in meinem Fall hier Dickicht-Mana-Jäger, die ihr euch hier zähmen könnt. Und wie gesagt, die gibt es ebenfalls wieder in Surama und zwar in der nördlichen Hälfte von Surama. Das heißt, entweder ihr seid hier beim Burbur-Dickicht unterwegs, wo ich hier gerade bin. Das heißt, hier oben in diesem Bereich können sie spawnen oder alternativ natürlich hier in den nördlichen Regionen. Hier oben können sie auch überall sein, genau bei der Mondwachtfestung, beziehungsweise hier unten bei den Flüssen und so weiter. Sind eigentlich mehr als genug da, kann man kaum verfehlen. Die könnt ihr euch alternativ auch noch zähmen. Das sind nämlich ebenfalls hier Spirit Beasts. Das heißt, da können wir auch wieder einfach hingehen und können natürlich hier anfangen, wieder den zu zähmen. In einer kurzen Zeit sollen wir den eigentlich gezähmt haben. Und das ist ein Spirit Beast. Ist, das wisst ihr automatisch immer, an Geistwandel, beziehungsweise an Geistheilung. Denn Spirit Beasts können
euch immer heilen. Das heißt, das ist natürlich ein großer Vorteil von denen. Und damit kommen wir zu den nächsten drei Spirit Beasts und das sind allesamt Stachelraten. Und zwar sind das diese Kreaturen hier. Da gibt es einmal eine grüne, das ist Yehudia, dann gibt es einmal eine blaue, als auch eine rote abzuholen. Und die sind ein bisschen problematischer zu holen, gerade aktuell, wenn ihr auf der Maximalstufe seid. Warum? Die sind nämlich Stufe 35 und haben einen Buff, dass sie nicht gezähmt werden können, sofern sie nicht auf mindestens 30% gespielt worden sind. Das ist also problematisch, weil auf Max-Level, wenn ich den jetzt attacke, dann ist er einfach One-Hit. Die haben jetzt nicht so lange Respawn-Zeit, das heißt, wenn es aus Versehen schief geht, ist nicht so tragisch, weil, ja, wie gesagt, so 5 bis 7 Minuten Respawn, dann sollten sie wieder da sein. Momentan ist nämlich sehr, sehr problematisch, gerade weil jetzt, wo ich das recorde, ist nämlich gerade Sonnenwendefest und da kriegt man nämlich hier den Buff und der brockt dann einfach random und dann killt es den eventuell auch gerade. Normalerweise sollte das Sonnenwendefest nett sein und die diesen Buff hier gerade nett haben, kann man das auch alleine machen und zwar indem ihr eurem Charakter jegliche Items hier einmal auszieht und wenn ihr den komplett ausgezogen habt, dann könnt ihr euch einfach selber killen, indem ihr halt einfach in die Luft fliegt und euch runterfallen lasst und dann redet ihr mit dem Geisterheiler für Wiederbelebungsnachwirkungen. Damit macht ihr dann weniger Schaden und dann könnt ihr einfach hingehen und könnt diesen NPC hier einfach runterspielen. Das heißt, dann könnt ihr einfach mit der Faust halt draufschlagen, solange bis ihr halt irgendwo auf 30% ist, das sollte sich eigentlich relativ gut ausgehen. Ansonsten, wenn ihr eventuell Crit-Luck habt, kann es sein, dass er trotzdem stirbt, aber wie gesagt, hat eine lange Respawn-Zeit, sollte also relativ einfach zu holen sein. Möglichkeit Nummer 2 ist die schwierigere Möglichkeit und ihr braucht dafür einen Kollegen oder alternativ einen zweiten Account, wenn ihr das besitzt. Und zwar ist das Party-Synchronisation. Wenn ihr das nicht wisst, und zwar wenn ihr euch mit einem anderen Spieler in der Gruppe befindet und dieser niedrigeres Level hat, dann könnt ihr Party-Sync aktivieren. Das heißt, ich bin hier gerade mit meinem anderen Account in meiner Gruppe, wie man hier links sehen kann, beziehungsweise hier in meinem Porträt, der ist Level 10. Er ist der Gruppenanführer, das heißt, der niedrigstufige Charakter ist der Gruppenanführer von der Gruppe. Und er lädt mich ein. Dann kann man Party-Sync anmachen. Das sieht man, wenn man die Karte öffnet, ist hier Gruppensynchronisierung starten und damit kann ich mich dann runterskalieren lassen. Das heißt, in dem Fall startet das aber nicht ich, sondern das startet natürlich der Gruppenersteller. Wenn er das startet, dann ploppt hier so ein Pop-Up auf und das können wir einfach annehmen. Und wenn ich das angenommen habe, sehe ich schon, eure Stufe ist jetzt auf 50 beschränkt und der Mob skaliert hier automatisch dann auf Level 50. Jetzt ist allerdings das andere Problem, ich muss den Mob hier komplett normal spielen, so wie es sich normalerweise gehört. Und das gehört natürlich auch dazu, dass man den dann kitet. Das ist deswegen auch die schwierigere Methode, aber ja, fail-safe mehr oder weniger. Denn jetzt ist das Ziel, dass euch dieser Mob gar nicht erst berühren darf, das heißt, ihr müsst diesen kiten, solange bis ihr ihn auf 30% runtergebracht habt. Heißt also immer wieder erschütternder Schuss benutzen, als auch eure Teerfalle, um ihn zu verlangsamen. Das Talent hier funktioniert leider nicht, das heißt bindender Schuss funktioniert nicht und ihr könnt auch keine Eiskältefalle benutzen. Sollte der Mob euch berühren, dann seid ihr in mindestens oder in maximal 2 Schlägen tot, das heißt, das sollte gar nicht vorkommen. Ich in meinem Fall habe jetzt gerade hier kein Pad mit dabei, deswegen zähme ich mir hier hinten ganz schnell eine Stachelrate. So, jetzt habe ich mir einmal ein Pad organisiert, das ist ja einmal so ein random Mob, der hier hinten gerade unterwegs war. Nur damit ich ein Pad habe zum Damage machen gerade, nur weil ich kein anderes dabei hatte. Knurren solltet ihr ausmachen, dass der Spot hier an der Leiste von der Pad-Leiste einfach Rechtsklick drauf machen, dann seht ihr, leuchtet oder leuchtet nicht. Wenn es nicht leuchtet, ich Spot nicht an, denn das Pad kriegt natürlich genauso schnell einen One-Hit, wenn er das auf diese Methode macht. Ist aber nicht so schlimm, wenn es passiert, dann könnt das Pad einfach wieder ganz fix retzen. Ansonsten immer geslowt halt, das heißt, wir fangen hier einfach mit Slow an und machen gleich mal Damage. Man sieht schon, jetzt kriegt er direkt Aggro, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Ich kann ihn nämlich jetzt hier instant wieder retzen, solange das andere Pad die Aggro hat. Und dann kann ich schauen, dass ich hier, wenn es geht, halt die Aggro behalten kann davon. Jetzt ist es das Ziel, dass wir, wie gesagt, den hier einmal runterspielen, Geisterheilung hier immer unterbrechen und dann wollen wir den runterspielen, bis er halt irgendwann die 30% erreicht. Könnt natürlich Backjump und Co. immer benutzen, damit er wegkommt. Den Stun könnt ihr tatsächlich auch benutzen, den würde ich aber aufbehalten, denn ihr müsst ihn dann auch zähmen und das ebenfalls auf Distanz. Das heißt, ihr müsst da wirklich sehr, sehr aufpassen, müsst nämlich das Pad dann auch noch wegmachen einmal. Ansonsten haben wir ja das Problem, dass das Pad hier einmal draußen ist und genau das wollen wir natürlich nicht. Jetzt sehen wir, der Buff ist einmal weg, jetzt können wir hier einmal stunnen, hauen hier eine Slow-Falle vorne hin, machen das Pad hier einmal weg
und dann können wir hier gleich anfangen zu zähmen. Wir kicken das noch und fangen hier an zu zähmen. Alternativ könnt ihr auch hier Turtle gehen und dann zähmen, dann seid ihr nämlich kurz Damage immun und dann könnt ihr es natürlich leichter machen. Ansonsten mit Slow Trap und Stun einfach auf Range versuchen, die Geisterbestie zu zähmen. Das ist wie gesagt die schwierigere Variante, wenn ihr das halt so machen wollt, wie es damals vorgesehen war. Ansonsten leichtere Variante ist eigentlich, oder beziehungsweise mehr störende Variante fast, ist wie gesagt komplettes Gear ausziehen, Wiederbelebungsnachwirkung holen, indem ihr euch einmal kurz killt, indem ihr am Fallschaden stirbt und dann einmal mit dem NPC redet und damit Faust draufschlagen und hoffen, dass er sie nicht killt aus Versehen, dann könnt ihr das nämlich ebenfalls machen. Aber wie gesagt, ich kann euch das leider gerade anders nicht zeigen, denn Segen des Freudenfeuers ist gerade aktiv und den kann man hier leider nicht wegklicken. Und wenn der Mob 35 ist und ich mache einen Auto-Hit drauf, dann machen zwar meine Auto-Hits irgendwie 50, 60 Schaden, aber der Brock macht auf einmal 50.000 und dann ist er halt erst tot. Deswegen funktioniert das leider gerade im Video nicht. Und die nächste von den Stachelratten, die wir uns ansehen, das ist die rote Version und die nennt sich Degu und befindet sich eigentlich im Tal der vier Winde beziehungsweise in krasser Rangwildnis in Mists of Pandaria. Und da seht ihr schon, die läuft hier am Rand unten entlang und zwar bis maximal zum Wasserfall und anschließend hier wieder zurück. Man kann sie nicht übersehen, die läuft hier die ganze Zeit hin und her und auf dem kahlen Stein ist sonst nichts unterwegs, außer Degu selber. Das heißt, auch hier habt ihr es wieder recht simpel. Gleiche Variante wie gerade eben, das heißt, ich mache das hier mit Party Sync, ihr könnt es aber natürlich genauso wieder ohne Gear und mit dem Wiederbelebungsnachwirkungsbuff machen. Einzige Änderung hier ist, ich spiele hier komplett jetzt ohne Pet gerade und der hat eine Bonusfähigkeit und zwar die Bonusfähigkeit ist, dass ihr nicht weiter weggehen dürft als 15 Meter. Das heißt, ihr müsst immer zwischen ja, diesem Radius drinnen bleiben. Wenn ihr zu nah seid, hittet euch mit Melee. Wenn ihr zu weit weg seid, dann hittet euch mit Range. Das heißt, ihr müsst immer so eine gewisse Distanz einhalten, damit euch nichts von beiden trifft. Solltet ihr einmal rauslaufen, könnt ihr ganz schnell wieder reinlaufen, dann bricht er nämlich den Cast automatisch wieder ab. Ansonsten, ich für meinen Fall fange hier an, warte bis er ein bisschen näher ist und dann slow ich ihn hier und dann mache ich hier einfach Damage und schaue, dass ich ihn relativ schnell runterbringe auf seine 30% und auch hier wird er wie gesagt einfach immer weiter kiten, immer schön geslowt halten, damit er nicht zu nah rankommen kann und wie gesagt darf auch nicht zu weit weg sein und wenn er dann wieder die 30% erreicht, dann können wir ganz einfach wieder in die Turtle reingehen, das heißt in unseren Defensive und können von da aus wieder zähmen. Jetzt in meinem Fall sehen wir erreichen gleich die 30%. Jetzt haben wir die 30%. Jetzt können wir hier wieder ganz einfach in die Shell reingehen und können direkt anfangen zu zähmen, sodass er uns gar nicht erst schlagen kann. Und nach kürzester Zeit sollte dann unser sein. Und damit haben wir in Zukunft auch den guten Degu mit am Start. Und damit kommen wir zur letzten Stachelratte und auch der schwersten und diese befindet sich diesmal in Kun Lai, das heißt ebenfalls Pandaria und einmal hier neben Einfass bzw. überhalb vom Schar des Zorns, da auf dem Berg oben drauf, da findet er den guten Gummi. Und Gummi hat eine Neufähigkeit, ist auch wieder gleich zu machen wie die vorigen, entweder mit Wiederbelebungsnachwirkung und ohne Gear, mit Auto-Hits oder alternativ natürlich wieder mit Party-Sync an, sodass man ihn normal spielen muss. Auch hier wird er natürlich kiten und der ist ein bisschen schneller als alle anderen. Das heißt, da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, dass euch der nicht zu nah kommt, sonst deletet euch der ganz schnell. Das heißt, wir fangen hier wieder an, pullen hier einfach rein und schauen natürlich, dass wir den auch gleich wieder geslowt halten hier in unserem Fall. Unser Pet zerreißt natürlich instant und wie gesagt, wir schauen nach wie vor, dass wir den geslowt halten. Können vielleicht nochmal ein neues Pet hier ganz fix beschwören. Backjumpen dann einmal weg von ihm. Man sieht schon, er hat mich hier in dem Fall einmal gehittet. Und ja, der droppt einen schon ganz, ganz gut runter in Sinn. Ansonsten kann man sich natürlich auch wieder heilen hier. Slowen hier einfach weiter, können natürlich auch Fallen und so weiter benutzen und müssen hier einfach immer weiter kiten. Und das Ganze machen wir wieder so lange, bis er auf 30% ist. Jetzt sprinten wir hier einmal kurz auf die andere Seite rüber und damit sind wir schon auf 30%. Das heißt, wir können ihn wieder stunnen, benutzen wieder einmal hier unser Pet zum Freigeben, sonst können wir nicht zähmen. Und dann können wir hier einfach wieder in die Shell rein und zähmen uns den guten Gummi. Und damit haben wir uns alle Stachelratten aus Mists of Pandaria einmal gegönnt. Das heißt, wir haben rot, blau und einmal die grüne Variante. Die nächste Geisterbestie, die auf dem Programm steht, das ist diesmal eine Wolkenschlange und das keine andere als Elegon selber aus der Raid-Instanz. Die Raid-Instanz, die befindet sich ebenfalls in Pandaria im Kun Lai-Gipfel und zwar ist das hier die Mogoshan-Terrasse. Damit ihr Wolkenschlangen überhaupt zähmen könnt, braucht ihr erstmal einen Folianten, denn Wolkenschlangen kann man nicht einfach so zähmen, sondern ihr braucht eine Fraktion auf Ehrfürchtig. Diese Fraktion nennt
nennt sich hier Orden der Wolkenschlange. Die findet ihr im Jadewald, das heißt ebenfalls natürlich im Mists of Bandaria. Da haben die hier unten diese kleine Base einmal, kann man eigentlich eh nicht übersehen. Und innerhalb von dieser Base, da gibt es natürlich mehrere tägliche Quests, die ihr abschließen könnt, um hier Ruf zu bekommen. Eine Alternative, sogar eine leichtere Variante, hier Ruf zu bekommen, ist zu warten, dass das Zeitwanderungsevent für Mists of Bandaria ist. Dann könnt ihr euch nämlich ganz einfach beim Zeitwanderungshändler für zeitverzerrte Abzeichen Rufmarken kaufen und könnt euch dann einfach den Ruf nach oben boosten. Ihr braucht den Ruf auch nur einmalig, auf dem Hunter natürlich. Ihr könntet den Ruf auch auf einem anderen Char haben, da habe ich aber den Sinn noch nicht ganz dahinter gesehen, weil das ist zwar Battle.net Account gebunden, ihr braucht aber trotzdem den Ruf, um es zu erlernen. Wenn ich mich nicht täusche, wir können es uns sonst hier nochmal kaufen, aber es steht trotzdem dabei Orden der Wolkenschlange ehrfüchtig, also tippe ich mal, dass man trotzdem ehrfüchtig sein muss, damit man es lernen kann. Also auf jeden Fall den Ruf hier am Hunter holen und wenn ihr das habt, dann könnt ihr euch hier Schlangendressur leicht gemacht einmal gönnen und das erlaubt euch in Zukunft ganz einfach, dass ihr Wolken Schlangen zähmen können. Das heißt, habt ihr diese Ruffraktion nicht auf ehrfürchtig und das Buch nicht gekauft, dann braucht ihr hier nicht reingehen, denn dann könnt ihr erstmal Elegon nicht zähmen. Habt das allerdings erledigt, dann könnt ihr ganz normal den Raid durchclearen, bis ihr bei Elegon angekommen seid und auch hier gibt es nicht wirklich was zu beachten, außer reingehen und einfach anfangen hier mit Wildtier zähmen. Nach ganz kurzer Zeit sehen wir schon, wir haben uns Elegon hier als Begleiter einmal reingesnackt. Der braucht hier ganz kurz, weil der fällt hier so komisch durch den Boden durch, aber wenn er es dann geschafft hat, dann sehen wir schon, kommt der Jan und damit haben wir Elegon als Wolkenschlange am Start. Zur Abwechslung haben wir jetzt mal einen Fuchs als Spirit Beast und den finden wir im Dämmerwald. Das heißt, wenn er hier in die östlichen Königreiche geht, dann seht ihr hier unten den Dämmerwald und im Dämmerwald gibt es gleich mehrere Spawnpunkte, wo dieser erscheinen kann. Und zwar befindet sich der immer in einem Busch und er ist immer im Stealth. Das heißt, ihr müsst wirklich nah rangehen, damit ihr den dann natürlich auch sehen könnt. Wie man hier schon wieder mit dem Addon sieht, das Addon ist wieder Handy Notes plus Silber. Dragon, seht ihr hier die einzelnen Spawnorte eingezeichnet, wo ihr den denn antreffen könnt. Und wenn wir ihn suchen, dann wollen wir natürlich immer in dieses Gebüsch rein oder in diese Gebüsche rein, damit wir auch schauen können, ob er in dem Fall hier auch da ist. Und auch hier wieder aufpassen, zum Beispiel hier haben wir ihn gerade, der ist natürlich niedrige Stufe, wenn er nicht gerade wieder Level scaled oder sonst irgendwas, dass er den nicht one-hitted oder sonstiges, aber in dem Fall braucht ihr den ganz einfach nur tamen. Das heißt, ihr könnt ihn ganz einfach zähmen, der macht nämlich sonst wieder nichts Besonderes, da habt ihr es wieder ein bisschen leichter. Aber ist dafür ein sehr, sehr cooles Spirit Beast, wie ich finde. Auch wenn es ein altes Modell ist, aber das ist halt dieser, ja, dieser weiß-bläuliche oder fast graue Fuchs, der hier immer so am Blitzen ist. Und jetzt kommen wir zu einer Geisterbestie, die ein bisschen umfangreicher abzuholen ist. Diese Geisterbestie nennt sich Gara und befindet sich in Warlords of Draenor und zwar im Schattenmontal dort. Da könnt ihr einfach hier unten und zwar bei den Begräbnisfeldern, hier ganz unten am unteren Kreis finden wir hier so eine kleine Grabstätte, wo Gara davor liegt. Und hierfür müssen wir einige Sachen abschließen, das heißt, ihr könnt dem Ganzen hier einfach Schritt für Schritt folgen, damit ihr sie dann schlussendlich anlocken könnt. Ganz, ganz simpel, als allererstes müsst ihr einfach mit Gara hier einmal reden und wieder sicherstellen, ihr müsst als Beastmaster unterwegs sein. Das heißt, wenn ihr nicht Tierherrschaft geskillt seid, dann könnt ihr normalerweise nicht mit ihr reden. Das heißt, einfach hier hingehen und dann einmal hier das anklicken, damit er sie hier streichelt. Habt ihr das gemacht, könnt ihr dann hier einmal weggehen und jetzt holen wir uns einmal den Rare Mutter Omra und diese sollte dann eigentlich hier drüben erscheinen. Das ist einfach ein Rare und das sehen wir schon, die droppt hier dann gleich eine Schattenbeere, was wir auch benötigen. Die müssen wir dann wieder zurück zu Gara bringen. Das heißt, damit wir die hier attackieren können, müssen wir einfach hier rundherum einmal die NPCs erledigen. Haben wir das gemacht, dann wird sie angreifbar, können sie einfach killen und dann kriegen wir hier die Schattenbeeren. Mit den Schattenbären im Inventar geht es wieder ganz einfach zurück und zwar wieder zu Gara und da müssen wir einfach die Schattenbären hinbringen. Wenn wir nämlich jetzt erneut mit ihr reden, dann sehen wir schon, Tierherrschaft zeigt Gara die Schattenbären. Das machen wir ebenfalls wieder und damit haben wir es auch schon wieder abgeschlossen. Als nächstes müssen wir jetzt mehrere verschiedene Items sammeln, was ich euch jetzt alles zeigen werde. Das erste Item, was wir jetzt sammeln müssen, das gibt es erstmal in den Spitzen von Arrak. Dafür können wir einfach hier links einmal rüberfliegen und dann befindet sich hier bei der Setek-Niederung ein NPC oder beziehungsweise mehrere NPCs und die nennen sich Propheten der Setek.
Das heißt, diese müssen wir jetzt erledigen und die haben eine Chance, dass sie ein Item droppen, welches wir brauchen. Schau mal, da ist es auch schon. Das ist ältesten Räucherwerk. Sollte das nicht beim ersten Mal ziehen, dann könnt ihr ja hier mehrere von den Mobs noch killen in der Chance, dass dieses Item droppt. Habt ihr das am Start, dann wollen wir das natürlich hier einmal ja, spezifisch reinziehen, damit wir es leichter wieder finden und dann geht es gleich weiter ins nächste Gebiet. Logischerweise fliegen wir einfach geradewegs weiter nach Talador und in Talador, da gibt es hier die Base, die nennt sich Gulrog bei diesen paar Höhlen und bei den Türmen und so weiter. Und hier finden wir die NPCs mit dem Namen Blutgebundene Legionärin oder Legionär und hier können wir ebenfalls diese wieder killen und das sollte dann hier eine Holzschale droppen, welche wir mitnehmen. Und nach wie vor geht es geradewegs weiter nach Nagrand, das heißt jetzt wieder ein Stückchen nach oben fliegen und in Nagrand haben wir hier gleich ganz am Anfang die Kreuzung mit diesem kleinen Außenposten und hier finden wir überall Marodeure des Kriegshymnen-Clans und diese wollen wir natürlich wieder killen und da kriegen wir eine kleine Frucht davon. Jetzt sind wir im Frostfeuergrad angekommen, hier gibt es gleich zwei Items abzuholen und das erste, das gibt es bei Gromgar, da wo hier dieser riesengroße Gronling draufgegangen ist und hier brauchen wir exakt die Riesentöter der Donnerfürsten, weil hier gibt es ja mehrere verschiedene, aber wir brauchen hier in dem Fall die Riesentöter. Das heißt auch hier, den wieder killen einmal und dann sollte hier ein uralter Knochen droppen. Und das zweite Item, was wir brauchen aus dem Frostfeuergrad, das ist hier ganz links oben hier in dieser kleinen Nische drinnen und hier finden wir überall diese Ritualisten, also die Nekrophyten und die wollen wir ebenfalls hier wieder killen. Das heißt, wir hauen die hier einmal über den Haufen und dann sollte hier ein Stofffetzen droppen. In Gorgron befindet sich dann der nächste, den wir noch brauchen und der ist hier bei der Gronschlucht. Das heißt, wir sehen hier die Gronschlucht, die können sich hier überall innerhalb dieser Gronschlucht befinden und die nennen sich Knochenbicker der Keuchwindschlucht. Und wie auch hier können wir wieder einfach umhauen und dann kriegen wir hier das primitive Bildnis und können jetzt alle unsere Items, die wir hier bekommen haben, einmal kombinieren und kriegen hier das Geisterbildnis raus. Ihr müsst allerdings schauen, dass ihr das nicht direkt benutzt, sondern einfach hier nach oben ziehen, wieder irgendwo hin und dann geht es wieder zurück ins Schattenmond. Und jetzt sind wir wieder zurück im Schattenmundtal, das heißt genau dort, wo wir angefangen haben, bei Garas Grab, also bei der Grabstätte, wo Gara da vorne kniet. Und wenn er das Geisterbildnis mit habt, dann seht ihr da vorne jetzt ein aufgewühltes Grab. Das heißt, wir stellen uns einmal hier vorne drauf und dann können wir das hier einmal anklicken. Haben wir das angeklickt, dann sehen wir hier Mutter Omra und jetzt kommt hier so ein kleiner Dialog zwischen den Zweien. Und wenn wir hier abwarten, dann erscheint hier irgendwann dieser Lehrenfürst, der killt dann hier Gara und damit ist Gara erstmal weg. Damit wir jetzt weitermachen können, müssen wir als nächstes eine Laterne besorgen. Hierfür müsst ihr euch nicht weit wegbegeben von Garas Grab, denn das befindet sich hier zwischen den Spitzen von Arrak als auch dem Schattenmontal und zwar genau hier auf diesen Bergen über Shazgul. Da haben wir nämlich hier die Säulen des Schicksals und das ist dieses kleine Lager hier voll mit den ganzen ja, Schattenrad-NPCs. Und die NPCs, die uns interessieren, das sind die leeren Verzehrer des Schattenmond-Clans und diese müssen wir wieder erledigen, denn hiervon droppt dann eine leeren Laterne. Mit der leeren Laterne im Inventar geht es dann hier rüber und zwar in die Nähe vom Tempel von Karabor auf dieses offene Feld. Und man kann es auch nur schwer übersehen, da ist dieser ja ausgebrannte Baum, der hier mittendrin steht und rundherum ist dann alles wunderschön hier. Deswegen kann man eigentlich nicht wirklich dran vorbeifliegen. Und wenn wir bei diesem Baum angekommen sind, dann benutzen wir hier einmal die leeren Laterne. Und mit dieser leeren Laterne sind wir jetzt imstande dazu, dass wir hier irgendwo in der Nähe einen Dolch sehen können. Beziehungsweise nicht unbedingt ein Dolch, sondern eher ein Schwert und das befindet sich hier im Baum drinnen. Das heißt, wir können ja auch ganz einfach reinfliegen in den Baum und können dann hier einmal mit der leeren Klinge des Schattenmonds interagieren. Wenn wir das gemacht haben, sehen wir, dass Gara hier wieder erscheint, aber jetzt müssen wir erstmal hier eine Bar der leeren Fürsten besiegen, denn erst wenn wir hier genug besiegt haben, dann erscheint wieder der NPC, der Gara ja vorher umgebracht hat. Das heißt, jetzt müssen wir hier einfach ein bisschen reinfarmen, solange bis hier der NPC erscheint. In meinem Fall hat das jetzt nicht lange gedauert, dass waren 5, 6 NPCs, die ich gekillt habe und dann befindet sich hier direkt neben dem Baum der gute Xan und auch den müssen wir diesmal erledigen und das sehen wir schon, das sollte auch wieder überhaupt kein Problem für uns sein, weil wenn Level 60 sehen, dann ist er ja für uns so oder so einfach hier ein One-Shot. Und wenn wir den hier besiegt haben, dann sehen wir hier, es spawnt wieder Mutter Omra. Diese unterhält sich hier noch ganz kurz mit Gara. Gara verlässt die Geisterdimension und damit dürfen wir sie zähmen. Das heißt, jetzt brauchen wir hier ganz einfach nur unser Wildtier-Zähmen benutzen und dann haben wir in Zukunft diesen wirklich sehr, sehr coolen, leeren, verdorbenen Wolf. Karoma ist das nächste Spirit Beast, das auf unserer Liste steht und dieses befindet sich hier in den östlichen Königreichen. Und zwar genauer gesagt eigentlich im Schattenhochland. Da gibt es mehrere Spawns, wie ihr wieder sehen könnt, mit dem Addon Handy
Nodes plus Silver Dragon, werden euch hier wieder die Spawns eingezeichnet. Man kann hier einfach auf so einen Kopf draufklicken, dann leuchten auch die Spawns. Hier braucht ihr einfach nur immer die Spawns abfliegen und mit Glück habt ihr einfach Karoma am Start und den könnt ihr ganz einfach wieder zähmen. Der hat auch wieder keine speziellen Fähigkeiten, was ihr hier beachten müsst, sondern im Notfall könnt ihr ihn einfach in eine Eisfalle stecken und könnt dann hier einfach anfangen mit Wildtier zähmen, damit ihr in Zukunft diesen Geisterwolf hier am Start habt, was auch früher die Form war von dem Schamanen, wenn er hier in den Geisterwolf gegangen ist. Und damit haben wir schon den nächsten Wolf am Start und zwar ist dieser Wolf der gute alte Skoll. Den gibt es ja bereits schon seit WOTLK und den findet er wiederum natürlich auch in Nordend in den Sturmgipfeln. Dort hat er insgesamt 3 Spawnpunkte und zwar einmal überhalb von Brunhilda, einmal beim Tempel der Stürme und einmal hier bei der verschneiten Ebene. Jedes Mal steht er einfach hier direkt am Spawnpunkt. Wie gesagt, hier mit Handy Notes bzw. Handy Notes plus Silver Dragon kriegt er das wieder ein. Einfach auf der Karte angezeigt. Und dann heißt es Luck haben, denn heutzutage sind da immer noch mehr als genug Leute unterwegs, die natürlich ihr Glück für den Protodrachen probieren. Und leider wird der gute Skoll nicht nur gezähmt, sondern immer mal wieder umgehauen, weil man ihn auch unter anderem für ein Achievement braucht und er einen einzigartigen Dagger-Drop noch dazu für den ein oder anderen Collector mit am Start. Deswegen dauert das meistens ein bisschen, bis man den hier mal zu Gesicht bekommt, aber wenn man ihn dann mal findet, dann braucht man ihn schlussendlich nur zähmen. Sieht wirklich sehr, sehr geil aus, dieser Wolf. Deswegen natürlich auch eines der beliebtesten Spirit Beasts überhaupt. Und jetzt haben wir eine der Geisterkatzen mit am Start. Geisterkatze, Geisterbestie, sehr, sehr nice Kombination. Die befindet sich ebenfalls in Nordend und zwar in Zul'Drak. Dort könnt ihr nämlich einen der 5 Spawnpunkte abfliegen, den ihr hier schon markiert seht, wieder von Handy Notes bzw. Silver Dragon und könnt dann ganz einfach hier neben der Treppe oder bei Zim Torga bzw. unterhalb vom Altar bzw. neben dem Altar einmal die Spawnpunkte abklappern, in der Hoffnung natürlich, dass Gondria sich dort befindet. Und wenn er Gondria findet, dann braucht er auch dort am besten einfach nur trappen, also einmal in die Eiskältefalle legen und dann einfach zähmen. Und damit es nicht allzu langweilig wird, in den Grizzly-Hügeln haben wir hier zur Abwechslung mal ein Spirit Beast als Bär. Das heißt, hier könnt ihr euch ein Geisterbestien-Bärchen zähmen und das befindet sich, wie gesagt, in den Grizzly-Hügeln, also ebenfalls in Nordend. Und da könnt ihr ganz einfach hier bei der Amatan-Hütte direkt oberbei oder im Air eigentlich gesagt, spawnt hier ab und zu der gute Artikus. Oder Artikuris, so heißt er eigentlich. Und wenn er den gerade findet, dann könnt ihr den natürlich ebenfalls wieder einfach Eiskältefalle benutzen und dann ganz einfach zähmen. Und die letzte Geisterbestie, die wir uns noch abholen können aus WOTLK, die befindet sich dieses Mal hier im Scholasar-Becken. Und die hat wieder mehrere Spawnpunkte, die sehr, sehr verteilt sind. Man sieht es hier schon, Lok Nahak nennt sich das Pet. Das könnt ihr euch wieder ganz einfach anzeigen lassen mit Handy Notes plus Silver Dragon. Dann seht ihr einfach die einzelnen Orte hier auf der Karte markieren und man sieht hier schon, der kann hier mehr oder weniger rund um die Zone einmal spawnen, überall außer bei der Lawine bzw. hier bei den Verlorenen landen. Wenn er ihn findet, dann ganz einfach so schnell wie möglich zähmen. Auch das ist eine sehr, sehr begehrte Geisterbestie, weil es halt ein sehr einzigartiger Skin ist, wie man hier nur unschwer erkennen kann. Und auch hier müsst ihr eigentlich sonst wieder nichts beachten, außer dass er meistens sehr, sehr lange darauf wartet, dass er den irgendwann mal spawnt. Ansonsten auch hier wieder ganz einfach zähmen und wenn ihr ihn durchgezähmt habt, dann habt ihr auch das letzte aus WOTLK. Für unser nächstes Spirit Beast müssen wir dieses Mal in die Tiefen von Vashir. Vashir ist das Gebiet, das ihr hier in den östlichen Königreichen findet und dort könnt ihr entweder direkt von Dun Morgoth zum Beispiel aus rüberfliegen. Es kommt zwar Erschöpfung, aber es geht sich tatsächlich aus, sofern ihr natürlich halt das 310% Fliegen habt, könnt ihr einfach rüberfliegen. Und ansonsten, müsst ihr halt die Prequest abschließen, wenn ihr nicht rüberfliegen wollt. Auf Seite der Horde weiß ich zumindest auswendig, wo die Prequest startet. Ansonsten kann gerne jemand in den Kommentar reinschreiben. Ich bilde mir ein, dass man einfach am Hafen von Sturm in die Prequest sonst angenommen hat. Man kann nämlich hier einfach einstellen, niedrigstufige Quests anzeigen. Und auf Seite der Horde begibt man sich einfach vor Orgrimmar. Und dann befindet sich hier direkt am Pier, hier vorne, eine Quest im Turm. Das ist hier von dem guten Kommandant Thorak und das kann man einfach annehmen und dann folgt man einfach dieser Questreihe. Und wenn ihr dann in Vashir angekommen seid, entweder geflogen seid oder natürlich einfach mit der Prequest rüber seid, dann müsst ihr hier in die abyssische Tiefen rein. Dort findet auf der ganz linken Seite dann zahlreiche Spawns von dem guten Geisterkrabbler oder zu Englisch Ghostcrawler, was einer der ehemaligen Devs ist für Blizzard, beziehungsweise heutzutage ist er bei League of Legends, bei Riot Games. Und dort könnt ihr
entweder wieder alle diese Spots einfach abschwimmen, entweder ihr habt einen Unterwassermount oder ihr schwimmt einfach ganz normal und da findet er irgendwo den guten Geisterkrabbler am Boden durch die Gegend krabbeln und das ist wie gesagt diese Krabbe hier, die könnt ihr auch wieder einfach in Eisfalle legen und könnt sie euch dann ganz einfach hier zähmen. Wie gesagt, sehr, sehr schickes Pet overall, würde ich sagen. Ich mag die Krabbe wirklich sehr und damit habe ich die auch zweimal, damit ich bei Beastmaster dann auch zweimal die Krabbe benutzen kann. Die nächsten drei Pets, die wir uns anschauen, die gibt es allesamt im Hyal. Das heißt, hier in Kalimdor haben wir das Gebiet Hyal hier mittendrin. Und in diesem Gebiet müsst ihr euch erstmal die geschmolzene Front freischalten. Das war ein Bonusgebiet aus Kataklysm, das heißt so ein Patchgebiet. Und um das freizuschalten, müsst ihr erstmal Hyal ausquesten oder so gut wie ausquesten. Das heißt, ihr fangt hier in Nordrassil an, einfach nach Nordrassil begeben, entweder in Sturmwind oder in Orgrimmar das Portal in den Hyal benutzen. Und dann könnt ihr hier einfach nacheinander den Quests folgen. Am besten klickt ihr hier noch auf Aufspüren und stellt sicher, dass niedrigstufige Quests anzeigen aktiv ist, damit auch keine der Quests überseht bzw. auslasst. Wenn er dann einfach der Questreihe hier folgt, die schickt euch immer weiter durch das Gebiet durch und zwar geradewegs, also linear mehr oder weniger durchgeleitet, bis er dann hier bei der Flammenschneise bzw. im Heiligtum von Malorne ankommt und dort geht es dann mehr oder weniger in das Finale, da müsst ihr dann zuerst die Schildkröte, so den Panzer abbrechen und so weiter und irgendwann geht es hier vorne in dieses Portal rein, wo ihr dann Nemesis, also die Elite-Schildkröte, die rote, einmal erledigen müsst. Habt ihr das erledigt, dann habt ihr eigentlich auch soweit alles abgeschlossen, dass er dann die geschmolzene Front frei schalten könnt. Sollte es nicht gehen, dann könnt ihr auch das restliche Gebiet noch beenden. Hyal ist wirklich eins der schnellsten Gebiete, das man durchquesten kann. Das ist wirklich sehr, sehr simpel gestaltet. Und wenn ihr das durchgemacht habt, dann braucht ihr zum Ende hin nur wieder zurück zum Heiligtum von Malorne euch zurückbegeben. Dort wartet nämlich dann Matukla auf euch und diese gibt euch dann die Pre-Quest, um die geschmolzene Front freizuschalten. Das sind so circa 7-8 Quests und wenn ihr das dann abgeschlossen habt, dann könnt ihr in Zukunft in die geschmolzene Front, wenn ihr dort vielleicht was farmen möchtet, wie das ein oder andere Schmiedekunstrezept oder andere Sachen. Da gibt es auch noch andere Hunter-Pets, dazu kommen wir aber in einem anderen Video dann noch dazu, also lohnt sich gleich doppelt, wenn ihr die Pets farmen möchtet. Und wenn ihr das abgeschlossen habt, dann könnt ihr in Zukunft hier auch die Rare Spawn sehen. Rare Spawn Nummer 1, den wir uns ansehen, ist eine Eule. Und zwar ist diese Eule gleich hier überhalb vom Heiligtum von Malorne. Das heißt, da wo wir auch die Prequest annehmen, da könnt ihr diese finden, wenn ihr denn lucky seid. Und diese nennt sich Bantalos. Das ist ein bisschen tricky, die zu zähmen, denn die ist ja auch One-Hit, aber wir müssen sie aus der Luft pullen. Wie gehen wir das an? Und zwar gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, falls ihr dieses Item besitzt, dann könnt ihr einfach Früchtekorb eingeben, den gab es damals mal zu Warlords of Draenor. Das heißt, wenn ihr dieses Spielzeug besitzt, dann könnt ihr das benutzen, denn damit kann man Mobs pullen, ohne Schaden zu machen. Ansonsten gibt es auch noch eine Alternative. Und die Alternative ist, zieht einfach euer komplettes Gear wieder mal aus. Im Notfall oder im Idealfall reicht eigentlich auch die Waffe, aber es gibt manche Sachen, wo man dann irgendwie so Damage drauf hat, dass das irgendwie Damage austeilt noch an den Gegner, wenn man den aus Versehen hittet. Das sollte nicht passieren. Dann als nächstes müssen wir uns hier den höchsten Baum suchen. Und das ist der Baum, der hier direkt rechts vom Hirsch ist. Das ist dieser Baum hier. Und jetzt ist es ein bisschen tricky, denn ihr müsst darauf landen können. Und zwar exakt auf der Spitze von diesem Baum. Das kann ein bisschen dauern, bis er das schafft. Deswegen einfach mal hier ein bisschen rumprobieren, bis er dann irgendwann abmounten könnt, sodass er exakt auf dieser Spitze drauf stehen bleibt. Wenn ihr das dann geschafft habt, dass er hier exakt auf dieser Spitze drauf steht, dann schaut auf jeden Fall, dass er nicht mehr irgendwie hin und her euch bewegt. Also auf jeden Fall Hand weg von der Tastatur. Und das Einzige, was ihr jetzt noch machen dürft, ist halt Leertaste drücken, denn wir wollen nur geradewegs nach oben fliegen, auch nicht zu hoch, weil wir wollen ja auch in einem Fallschaden sterben. Und jetzt haben wir keine Waffe angelegt und das Einzige, was wir jetzt machen, ist ein lullender Schuss. Das können wir nämlich sogar ohne Waffe benutzen. Das heißt, wenn ich jetzt hier abmounte und er in Range ist, dann kann ich hier ein lullender Schuss benutzen, lande hier exakt auf der Baumkrone, drücke nochmal Escape oder Visier einfach ab und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich ihn ganz einfach hier oben zähmen. Das heißt, entweder über den Früchtekorb runterpullen oder alternativ ganz einfach mit dem einlullenden Schuss, dass man den einfach ohne Waffe runterpullt. Und die anderen zwei Begleiter, die wir ebenfalls hier zähmen können, wie gesagt, nachdem ihr die geschmolzene Front freigeschalten habt, die befinden sich ganz einfach hier direkt neben dem Heiligtum. Und zwar hier auf der oberen Seite, das ist einmal Anker als auch Magria. Achtung, die beiden teilen sich einen Spawn. Das heißt, wenn der eine ab ist, kann der andere nicht da sein. Das heißt, ihr könnt immer nur schauen, ob einer der beiden da ist. Wenn er da ist, dann könnt ihr ihn alternativ halt zähmen. Vielleicht auch zweimal, wenn ihr als Beastmaster zweimal dasselbe Pet haben wollt. Und ansonsten müsst ihr da ganz einfach warten.
Und hier für beide Pads braucht man oder beziehungsweise muss man eines beachten, und zwar man muss hier nackt sein. Warum? Die hat eine Fähigkeit, und zwar Metallspalter. Verursacht Schaden, wird vom Rüstwert des Ziels erhöht. Das heißt, umso mehr Rüstung wir haben, umso mehr Damage kriegen wir. Ja, wir kriegen das selbst auf Level 60 einen One-Hit. Deswegen unbedingt einfach alles ausziehen, was er irgendwie hier anhat. Und erst anschließend einmal hier pullen, beziehungsweise direkt natürlich anfangen zu zähmen. Das heißt hier direkt landen irgendwo daneben. Natürlich das andere Pad haben wir gerade noch am Start, deswegen machen wir das einmal kurz weg. Und wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir direkt in die Zähmung über und dann kriegen wir hier auch so gut wie keinen Schaden, wie wir hier sehen. Würden wir hier mit Full Gear dabei stehen, dann gibt sie uns leider einen One-Hit. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Spirit Beast. Und das gibt es in 6 verschiedenen Ausführungen und der ein oder andere kennt es wahrscheinlich schon von euch, denn zu Legion gab es ja für Beastmaster einen Begleiter mit dem Namen Hati und den kann man sich seit Battle for Azeroth wieder zurückholen. Die einzige Voraussetzung, was dafür existiert, ist, dass euer Charakter aktuell mindestens Stufe 50 ist, damit ihr diese Quest annehmen könnt. Denn ansonsten seht ihr sie nicht und ihr kriegt sie auch nur als Beastmaster. Das heißt, wieder schauen, dass ihr umskillt auf Beastmaster, solltet ihr diese Quest gar nicht erst sehen. Für Allianz und Horde gibt es einen verschiedenen Annahmepunkt, den zeige ich euch beides hier im Video, aber ihr müsst einfach nur dieser Questreihe folgen, damit ihr am Ende dann den guten Hati abholen könnt und das in 6 verschiedenen Farbvariationen. Diese Quest startet auf Seite der Horde in Zandala, das sehen wir ja schon hier. Einmal Zandala, dann Suldasar, einmal nach Dasar Alor und dann ganz unten am großen Bazar, sehen wir hier schon eine große Bazar, da sollte dann auch eine Quest aufblinken und die nennt sich Geisterblitz, sehen wir auch schon hier, wenn wir uns hier unten hinstellen, da sehen wir den Protosaurier und so weiter und in der Mitte steht hier ein Abbild von Mimiron, der euch die Quest Geistesblitz gibt. Als Allianz-Spieler könnt ihr euch das natürlich genauso abholen, auch hier die Voraussetzung wieder mindestens Stufe 50 sein und ihr müsst dann ganz einfach hier in dem Fall nach Kul'Tiras und zwar hier in die Tiragard und dann haben wir hier einmal Boralus und in Boralus ganz oben sehen wir wieder auf der Karte hier einmal Geistesblitz und hier sehen wir schon, das ist einfach hier in dieser kleinen Bucht auf der Seite neben dem Gasthaus, wo man rauskommt, kommt dann hier auch das Abbild von Mimiron und auch hier wieder die Quest Geistesblitz. Die Quest Geistesblitz, die bringen wir dann ganz einfach nach Sturmgipfel, da waren wir schon für manch andere Pets und zwar wenn man von Ulduar hier rüberfliegt, dann sieht man ja schon, dass man unterhalb der Absturzstelle kann man hier reingehen in so ein Titanenkonstrukt. Dort wartet der Mimiron auf uns, dem können wir einmal die Quest wieder in die Hand drücken und dann gibt es hier Telemetrie aktiv als Folgequest gleich mal starten. Hier müssen wir nur ein paar der angreifenden NPCs dann erledigen und wenn ihr das gemacht habt, können wir das wieder abgeben und kriegen hier gleich eine Folgequest und zwar Bekenntnis des Jägers. Am Tempel der Stürme müssen wir dann einfach nur ganz kurz mit dem guten Griff reden, dann beschwört er hier einmal Hati, gegen den wir kämpfen müssen, dann wenn wir ihn besiegt haben, einmal die Essenz mit dem Item absorbieren, hier wieder mit dem guten Griff Wildherz reden, Quest beenden und hier mit Blut bezahlt als Folge annehmen und jetzt müssen wir erstmal nach Silithus. Wichtig für diese Quest ist, dass wenn ihr in Silithus angekommen seid, dass ihr in der neuen Variante unterwegs seid, nicht in der alten, ich meine, das erkennt man ja unschwer am Schwert, dass das die neue Variante ist, ansonsten könnt ihr jederzeit hier oben mit Sidormi reden und Silithus hin und her stellen. Dann wieder hier mit der Griff Wildherz reden und erneut hier gegen Hati kämpfen. Und wenn ihr hier wieder Hati besiegt habt und die Essenz absorbiert habt, braucht ihr nur kurz zu warten, dann taucht hier nämlich Mimiron auf. Dort könnt ihr die Quest wieder beenden und kriegt dann Funke der Imagination als Folgequest. Dafür müssen wir zurück nach Ulduar. Und ganz wichtig, dass ihr nicht in Ulduar selber hineinlauft, sondern direkt vorm Eingang links unten den Teleporter benutzen. Nicht, dass ihr da ihr selber die Raid-Instanz cleart, denn ihr kommt da automatisch wieder bei Mimiron raus, damit ihr die Quest hier wieder beenden könnt und dann geht es weiter mit Bande des Donners. Und danach kommt eine kurze Cutscene, die ihr euch ansehen könnt und jetzt habt ihr damit auch wieder euren Hati zurück. Wie gesagt, den gibt es auch noch in mehreren Farbvarianten, das heißt auf jeden Fall hier einmal die Quest abschließen und hier zurück nach Hause noch als Folgequest annehmen, denn ihr wollt natürlich auch die anderen Varianten nicht, zurücklassen. Das müsst ihr nämlich wieder zurück zum Tempel der Stürme, also zu Thorim tragen, der hier oben steht. Das können wir hier wieder beenden. Und wenn wir das beendet haben, gibt es hier noch Nachhall. Verwendet den Donnerfunken, um eine Essenz von Hati zu beschwören. Das wollen wir natürlich machen. Der Donnerfunken ist das Item hier direkt vor uns. Und mit diesem Funken können wir jetzt die verschiedenen Varianten von Hati beschwören. Das heißt, eine haben wir hier gerade, aber es gibt natürlich noch verschiedene andere. Das heißt, wir können uns hier zum Beispiel einfach irgendeine aussuchen. Und nach kurzer Zeit wird die hier vor uns beschworen.
Und wenn ihr beschworen wurde, dann können wir den einfach zähmen. Und da sehen wir schon, das ist zum Beispiel die braune Variante von Hati. Und ihr könnt euch das einfach so oft zähmen, wie ihr das natürlich möchtet. Das heißt, je nachdem, welche Variante ihr euch von Hati holen möchtet. Und wenn ihr es zum Beispiel zweimal holen möchtet oder was auch immer. Wenn ihr als Beastmaster habt, immer zwei Pets, könnt ihr euch natürlich auch zweimal holen. Und da gibt es insgesamt 6 verschiedene Varianten. Also, damit habt ihr das Ganze geschafft und könnt euch hier alle möglichen Varianten von Hati durchzähmen, damit ihr den in Zukunft auch in eurem Stall mit dabei habt. So, und das war's eigentlich. Wenn ich mich nicht täusche, mit allen 27, glaube ich, Spirit Beasts, die man momentan in WoW holen kann. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du das geholfen hast, weil das wird wirklich ein bisschen viel Aufwand, die ganzen Spirit Beasts hier nochmal alle zu finden. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das geholfen und gefallen hat, wenn ihr in Zukunft halt gerne diese ganzen Pets zähmen möchtet. Sollte noch jemand Tipps haben für das ein oder andere Spirit Beast, das man hier zähmen kann, dann wie immer gerne ab damit ohne die Kommentare. Vielleicht kommen in Zukunft auch noch die restlichen Videos zu den ganzen anderen seltenen Jägerbegleiter, die man so zähmen kann. Wenn euch das interessiert, lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Stream wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.